Mit einer abgezockten Leistung und der gewohnt sicheren Defensive hat Frankreich das WM-Halbfinale gegen Belgien mit 1:0 gewonnen. Die Freude kennt nach dem dritten Finaleinzug der Geschichte keine Grenzen. Bei Nachbarn aus Belgien ist die Trauer nach der knappsten aller Niederlagen indes groß. Das sagt die internationale Presse zum Halbfinalsieg der Franzosen gegen Weltmeister Belgien. Frankreich, L'Équipe, voll abgefahren. Fantastisch in der Spielbeherrschung und der Strategie, haben Les Bleus Belgien erstickt, um sich ins Finale der Weltmeisterschaft zu hieven, dank des Tors eines Helden namens Samuel Umtiti. Die Equipe Frankreichs ist im Finale. Das ist komplett verrückt. Sie hat es gemacht, als wäre es das Normalste der Welt. Leidenschaftlich, methodisch, überlegen. Les Bleus haben den Nachbarn Belgien nur bis an die Grenze des Glücks gelassen, auf der Seite der Tristesse, um sich selbst zum dritten Mal nach 1998 und 2006 für ein Finale zu qualifizieren. Les Monde an den Ufern der Neva bescheren sich monströse, löst ein drittes Weltmeisterschaftsfinale. Siegreich 1:0 über Belgien am Dienstag in St. Petersburg, wird die Mannschaft Frankreichs am Sonntag versuchen, sich einen zweiten Stern ans Trikot zu heften. Sie haben 4 Tage Zeit, sich zu erholen, einer mehr als der Gegner hat. Aber was die physische Verfassung betrifft, sind die Batterien eh noch weit davon entfernt, leer zu sein. Le Figaro, Weltmeisterschaft 2018, heldenhaft gegen Belgien, können Les Bleus von einem zweiten Stern träumen, der an ihres Nouvelles Stall saß. Autoren einer Meisterleistung haben Les Bleus die Leistung vollbracht, sich für das Finale der Weltmeisterschaft zu qualifizieren, wie ihre Anne 1998, Liberation, ganz blau entflammt fürs Finale, Les Parisien, Weltmeisterschaft, Les Bleus im Paradies. Nach 20 Jahren erleben wir einen neuen Traum, getragen von einer Jugend, die einem Lust macht, sie zu mögen. Man muss die Musik ausmachen und den Ton abstellen, um uns daran zu hindern, nach Moskau zu tanzen, um den zweiten Stern des Weltmeisters zu bekommen. 20 Jahre danach und 12 Jahre nach dem Versuch von Zinedine Zidane es wieder zu schaffen mit der Erinnerung an das Schöne im Fußball, aber auch wie hart er sein kann. Wir wollen nur eines von Les Bleus, kein Kopfstoß und dann vielleicht wieder Umtiti, nach einem Eckball, hopp, und das Ding ist im Sack, nice Matt, wir sind da, La Provence, unwiderstehlich. Les Bleus heldenhaft, Belgien, Lesoa, ein kleines Tor hat den ganzen Unterschied gemacht. Ein kleines Tor, das einen Traum in Realität oder ewiges Bedauern verwandelt, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Der Standard Belgien hat das Spiel, aber Frankreich den Sieg, Spanien, Ass, Umtiti öffnet die Tür zum Finale. Sein Kopfball entschied eine ausgeglichene Partie. Super Spiel ohne Preis für Hazard und Sternstunden für Griezmann und Mbappé. Belgien kämpfte bis zum Schluss, Marker, Frankreich hat die beste Verteidigung der Welt. Ein Kopfball, von einem Verteidiger. Einmal mehr stützte sich Frankreich auf seine Abwehrkette, um eine Runde weiterzukommen, und sie sind schon im großen Finale, LP, konkret und solide, italienisch oder auch Simonsk, nach Atletico-Trainer Diego Simeone, wenn man so will, hat sich Frankreich ins Finale der Weltmeisterschaft gepflanzt. Das dritte seiner Geschichte, 20 Jahre nachdem sie es 1998 erreichten und gewannen, bevor sie es 2006 gegen Italien verloren. Italien, Corriere dello Sport, Frankreich fliegt ins Finale. Umtiti lässt Belgien weinen. Ein Kopfballtreffer des Verteidigers entscheidet das Halbfinale von St. Petersburg, Toto Sport. Umtiti schenkt Deschamps das Finale. Belgien hat seit der WM 1994 kein Tor nach einem Eckstoß kassiert. Umtiti sprengt die Statistik im ungünstigsten Augenblick für die Roten Teufel. Großbritannien, The Daily Mail, Frankreich besiegelt das Weltcup-Finale, in dem Umtitis Kopfball ihn einen knappen Sieg über Belgien einbringt.
kann England nun seinen Platz buchen. The Guardian, die Spieler in Blau waren überwältigend, und die belgische Seite, die sich stark auf Spieler der Premier League stützte, wird sich fragen müssen, ob die Zeit für ihre goldene Generation jemals kommen. Wird Österreich, Kronenzeitung, der belgische Traum vom ersten Finale bei einer Fußball-Weltmeisterschaft ist geplatzt, zum Platzen gebracht worden vom großen Bruder Frankreich, Kurier. Frankreich belohnte sich für eine kompakte Vorstellung, wankte aber vor dem schlussendlich entscheidenden Treffer durchaus. Das 74-Duell der beiden Nachbarn gestaltete sich vor 64.286 Zuschauern insgesamt vom Startweg unterhaltsam. Schweiz Blick: Nach 20 Jahren ist für Frankreich der zweite WM-Titel zum Greifen nahe. Les Bleus gewinnen das erste Halbfinale gegen Belgien mit 1:0. Einziger Torschütze der Partie, Samuel Umtiti. Dabei erwischen die Belgier den besseren Start, Hazard und Co. gelingt es aber nicht, Lloris im Kasten der Franzosen zu bezwingen. Tagesanzeiger: Er ist erst 19, hat bei Paris Saint-Germain eine ordentliche Saison absolviert, aber keine, die seine gewaltige Ablösesumme von 180 Millionen Euro gerechtfertigt hätte. Kylian Mbappes Verpflichtung war auch eine Wette auf die Entwicklung dieses Ausnahmetalents. Und warum der junge Franzose einer der ganz Großen werden kann, beweist der Stürmer im ersten WM-Halbfinale gegen Belgien.